Zur Religion macht Friedrich Schleiermacher folgende Feststellung. Es ist sehr einfach, das Mysterium von Gottes Plan auf ein paar metaphysische und moralische Brosamen zu reduzieren. Ein paar metaphysische und moralische Brosamen. Kein Wunder, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das tun, und wir erleben das seit Jahrzehnten, dass Menschen sich exotischeren Religionen zuwenden. Dass sie einfach den Kick woanders suchen, weil wir irgendwie langweilig geworden sind. Es sei denn, wir machen Negativschlagzeilen wie in den letzten Wochen. Aber gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir das eigentliche Ziel unserer Religion nicht aus dem Auge verlieren. Aber was ist das? Wie können wir das benennen? Ich fand das sehr klar ausgedrückt bei einem geistlichen Autor unserer Tage. Religion handelt von der Transformation der sündigen Menschheit. Man könnte das auch noch mal ein wenig positiver sagen. Christliche Religion heißt, zu werden wie Gott. Vielleicht klingelt es jetzt bei Ihnen. Sie sagen, naja, aber diesen Versuch haben wir ja schon mal gemacht, das ist ja gründlich daneben gegangen, im Paradies. Adam mit Eva, die wollen sein wie Gott. Hier in der Spur Jesu, liebe Schwestern und Brüder, geht es um die erlöste Variante davon, sich Gott anzunähern, in seine Nähe zu kommen. Und deshalb ist christliche Religion, christliches Leben ein Weg der Heimkehr, der Rückkehr ins Paradies unter anderen Vorzeichen, nicht als Erhebung gegen Gott, sondern als Annäherung an Gott. Und alles, was wir tun, auch wie wir in diesen Tagen an der medialen Wand stehen, auch angesichts der Abgründe von Schuld, die sich da auftun, aufgrund dieser abscheulichen Verfehlungen gegenüber Anvertrauten und Kindern, angesichts all dessen, was wir fragen, wie wir Glauben weitergeben können, muss das die Überschrift sein. Rückkehr ins Paradies, Annäherung an Gott. Und dazu hören wir heute dieses Evangelium. Denn die 40 Tage vor Ostern sind ja nichts anderes, als uns das neu in Bewusstsein einzuschärfen. Und nicht nur etwas für den Kopf, sondern dass wir es mit jeder Übung, zu der wir uns verpflichten in diesen Tagen, neu bewusst machen. Dieses Gleichnis kennen Sie vielleicht von Kindesbeinen an. Es ist ein sehr beliebtes. Es hat nur der Evangelist Lukas. Sie kennen das unter unterschiedlichen Überschriften. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Und wenn wir beide Überschriften anschauen, geht einer immer leer aus, nämlich der ältere Sohn. Der kommt in den Überschriften nicht vor. Das ist auch nicht verwunderlich. Die Exegese hat sich in den letzten Jahrzehnten, die Leute müssen ja auch beschäftigt werden, Gedanken gemacht, ob dieser Teil des Evangeliums am Ende, das ist doch schön, der eine haut ab, der kommt zurück, der Vater nimmt ihn auf, Friede, Freude, Eierkuchen sind versöhnt, großartig. Ach, da kommt dann noch irgendwie so ein älterer Sohn rein, der da rummotzt. Das ist bestimmt später dran geklebt an das Evangelium. Weil das ist ja nicht so schön. Es gibt viele Theorien, sind viele Seiten zu bedruckt worden, ob es dazugehört. Ich möchte heute mit Ihnen einen Weg gehen und Sie dazu einladen, um zu zeigen, da sind sich die Exegeten inzwischen dann, zumindest die Gescheiten, wieder einig, dass dieses Evangelium ursprünglich eine große Einheit ist und zusammengehört. Denn die Teile, die drei Teile, die dieses Evangelium hat, sind eng, auch von den Worten her, miteinander verknüpft und sie hängen zusammen. Der Teil mit dem jüngeren Sohn und seiner Umkehr, der Mittelteil des Vaters, der den Jüngeren aufnimmt, und der Vater, der zugleich deshalb auch die Mitte ist, weil er wie ein Scharnier den jüngeren Sohn mit dem Älteren verbindet. Denn beide Söhne, liebe Schwestern und Brüder, sind verlorene Söhne. Der eine auf seinem Weg, den wir ja ganz gut kennen, der will sein Erbteil haben, wird ausbezahlt, macht sich weg. In ein fernes Land. Und wie junge Leute sind, ein wenig unüberlegt, da sitzt das Geld locker, dann ist es irgendwann schnell weg. Gut,
vielleicht eine Erfahrung, die man machen muss. Und dann kommt aber sehr schnell, weil er ja nicht blöd ist, drauf, dass es selbst dem letzten Lohnarbeiter seines Vaters besser geht als ihm. Es ist sehr interessant, dass der Sohn nicht davon ausgeht, dass er Sklave seines Vaters, Knecht seines Vaters werden will, denn damit würde er zur Familie gehören in der antiken Gesellschaft. Nein, er will Tagelöhner werden, ab und zu mal angestellt. Selbst der hat es noch besser. Und so macht er seine Erfahrungen immer tiefer abzurutschen. Und es gibt ein sehr interessantes Wort, das in der Einheitsübersetzung ein wenig schwach ausgedrückt ist. Er ist in einem fremden Land, also in einem Land, das nicht jüdisch ist. Wir müssen ja diesen Rahmen immer beachten. Beim Schweinehüten zu landen, ist für einen Juden so ziemlich das Letzte, was man sich vorstellen kann. Und er findet einen, die Einheitsübersetzung sagt, dem drängt er sich auf. Im Text steht eigentlich mehr. Und das müssen wir deutlich hören. Im Text steht Dabak. Wenn Sie mal so eine orientalische Nachspeise gegessen haben, dann wissen Sie, die ist voller Zucker. Die Ärzte schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Und wenn Sie darauf beißen, das sind die sogenannten Blombenzieher, dann klebt sozusagen der Kiefer, die Kiefer kleben aneinander. Sie hören dieses Wort schon gleich ganz anders, Dabak. Genau das heißt es nämlich. Er klebt sich an den. Und dieses Wort kommt, positiv gesprochen, im Alten Testament mehrmals vor. Und zwar sehr positiv konnotiert bei der Verbindung von Mann und Frau. Deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau zusammenkleben. Dabak, da steht dieses Wort wieder. Und es ist negativ konnotiert. Wenn man sich an Menschen klebt, mit denen man nicht diese wesentliche Einheit hat, wie in der Ehe, nämlich mit Huren. Dafür wird dieses Wort auch gebraucht. Deshalb ist das, was der ältere Sohn später dem Vater so sagt, ja, der Knilch, der hat sich doch hier durchgehurt durch die ganze Landschaft, ja, mit deinem Vermögen. Und den nimmst du jetzt hier auf. Das ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen, sondern es gibt sehr wohl bei den Hörern des damaligen Wortes, gibt es diese Konnotation. Und zwar ist sie in der Grammatik sogar so ausgedrückt, dass nicht klar ist, ob sich dieser jüngste Knilch hier an Männer oder an Frauen gehängt hat. Das ist alles möglich, gibt unser Text her. Wir sehen also den Jüngeren im ersten Teil, der seine Freude, seine Lebensfreude ganz woanders sucht. Überall, natürlich, klar, nur nicht zu Hause. Das können wir gut nachvollziehen. Die Jüngeren wahrscheinlich unter uns noch besser als die Älteren. Und dann sehen wir in dem dritten Teil den älteren Bruder, den wir in der Regel nicht als verlorenen Sohn bezeichnen. Jesus hat ja, indem er dieses Gleichnis erzählt, beide Gruppen vor sich. Die Zöllner und Sünder, die ihm nachlaufen, mit denen er Gemeinschaft pflegt. Wir können die gut dem jüngeren Sohn zuordnen. Aber auch die Älteren, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das strotzt natürlich ein bisschen von Selbstgerechtigkeit. Vielleicht finden wir uns auch bei dieser zweiten Gruppe der älteren Brüder und Schwestern. Wir gehen ja schließlich sonntags in die Kirche, wir hören uns hier eine Predigt an, die manchmal viel zu lange dauert, die letzten Sonntag. Also wir sind doch sicher irgendwie ältere Brüder und Schwestern. So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Wem käme das nicht in den Sinn von uns? Könnten wir doch mal ausprobieren zumindest. Ist doch gar nicht so weit weg von uns. Und dann kommt aber etwas, was interessant ist. Er beschuldigt zuerst den jüngeren Bruder und sagt, und mir hast du nie, für den hast du das Mastkalb geschlachtet. Und ich kriege noch nicht mal so ein kleines, irgendwie so ein Ziegenböckchen, wo eh nicht viel dran ist, dass ich mit meinen Freunden ein Fest feiern könnte. Ja. Und da haben wir die gleiche Verlorenheit, liebe Schwestern und Brüder, wie beim Jüngeren. Denn wo findet das Fest statt? Wo finde ich Freude? Beim Jüngeren wie beim Älteren, auf jeden Fall nicht beim Vater. Und das will das Evangelium aber erzählen. Freude gibt es nur bei diesem Vater, der zur Vergebung bereit ist, der darüber hinwegsieht,
dass man das Vermögen verprasst über die krummen Wege, die das Leben geht, über die Abgründe, die sich manchmal auftun, und am Ende landet man bei den Schweinen. Nach den Schweinereien, anschließend zu den Schweinen. Aber der Ältere, der sucht seine Freude auch nicht beim Vater, sondern er will mit seinen Freunden. Das Griechische drückt das sehr schön aus. Der Vater sagt, du bist immer bei mir, met emou. Und der Ältere sagt, dein Jüngerer hat metapornon, das Vermögen, durchgebracht, bei den Huren. Aber er will seine Freude bei den Freunden. Nun kann man sagen, moralisch ist das natürlich ein Unterschied, ob man jetzt mit Freunden zusammen ist oder zu den Dirnen geht, natürlich. Aber die Freude ist gleichermaßen außerhalb. Und das, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir lernen, als Kirche lernen, auch über diesen Abgründen und angesichts dieser Schuld, die sich da auftut, dass wir Freude finden nur in der Verbindung zu Gott und in der Begegnung mit ihm. Dass es außerhalb keine Freude gibt, dass das alles Fluchtwege sind. Dass wir immer dabei sind, davonzulaufen. Freude gibt es nur bei Gott in diesem Haus, wo es einen solchen Vater gibt, der so handelt wie der des Evangeliums, von dem Jesus erzählt. Der dem Jüngeren gleichermaßen wie dem Älteren verzeiht. Der sie beide umarmt und beide wieder aufnimmt. Und beide an die Hand nimmt und sagt, hier, bei mir ist das Leben, bei mir ist Zuhause, bei mir Heimat. Alle anderen Wege sind tot. Findet das Leben nicht statt. Freude. Das ist die große Botschaft nicht nur des vierten Fastensonntags, sondern des ganzen Evangeliums. Ephraino im Griechischen, dieses Wort wird in den Psalmen immer für die Freude an Gott gebraucht. Dieses Wort, das wir vielleicht kennen, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Ja, liebe Schwestern und Brüder, nichts anderes in der Kirche und in ihrer Verkündigung, in der noch so ausgeklügelten Werbestrategie oder Verteidigungslinie dieser Tage, nichts anderes ist Kraft der Kirche, ist der Inhalt, als der lebendige Gott, die Suche nach ihm und die Begegnung mit ihm. Dazu lädt uns Jesus ein, heute. Ob wir nun zu den jüngeren Ausreißern gehören oder zu den Älteren, die selbstgerecht zu Hause geblieben sind und doch geistig in der Fremde waren. Wir sind zu Hause voll Freude nur bei Gott.